sind alles sehr teure Medikamente. Das Schofentin ist ein Naturstoff, nicht patentiert. Das an einem gelösten Problem kann einfach weniger verdient werden. Das ist so. Und es waren führende Professoren, die gelogen haben, nicht nur die Unwahrheit gesagt, sondern nachweislich gelogen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Herzinfarkte und Schlaganfälle sind einige der ganz großen Gesundheitsprobleme in der Welt. Und es gibt eigentlich ein Mittel, das relativ günstig und einfach und effektiv ist, sowohl in der Vorbeugung als auch akut anzuwenden. Und darüber wollen wir reden, über Strophantin. Und dazu habe ich heute den Autor des Buches Strophantin, Rolf-Jürgen Petri, eingeladen. Rolf-Jürgen, erzähl vielleicht erstmal grundsätzlich, was ist die Ursache von Herzinfarkten und Schlaganfällen grundsätzlich? Ja, also den meisten Zuhörern, Zuschauern wird bekannt sein, die schulmedizinische Art der Dinge, also Sicht der Dinge. Sie reduziert das Problem auf einen Durchblutungsmangel. Man könnte aufgrund von Atherosklerose, wenn man sich jetzt vorstellt, eine Parallele im Bereich der Motortechnik, dass alle Probleme eines Motors nur auf mangelnde Benzinzufuhr reduziert würden, fällt einem sofort auf, dass das Blödsinn ist. Und auch so bei der herkömmlichen schulmedizinischen Theorie gibt es sehr viele Widersprüche. Zum Beispiel, dass es auch sehr viele Gesunde viele Verengungen und Verschlüsse haben. Da gibt es vielzählige Studien an gefallenen Soldaten, an ungesunden Unfallopfern. Von denen haben zum Beispiel auch also mehr als jeder Dritte hatte Verengungen von über 80%. Das ist schon sehr viel. Da fließt War man aber soweit zwei. eigentlich gesund bis zu dem Ohne Unfall oder Probleme, dem, ja. ja. Also normalerweise, da fließen nur noch 2% Blut durch. Es müsste streng genommen Probleme machen, wenn es so wäre. Der Aufbau der Herzkranzgefäße, dass sie sich immer weiter verzweigen, wie die Äste und Zweige eines Baumes. Das führt uns auch dazu, es gibt eine bedeutende anatomische Entdeckung, die einfach unterschlagen wird, wird einfach nicht angenommen. Der renommierte Professor Baroldi hat das ab 1967 in mehreren tausend Modellen herausgefunden, dass jeder Mensch von Geburt an, egal ob Mann oder Frau, ein Arteriennetz hat im Herzmuskel. Also die Herzkranzgefäße verzweigen sich, wie es bekannt ist, aber nur außerhalb des Herzmuskels. Sobald sie in den Herzmuskel eintreten, und da kann man es auch nicht mehr in der Angiografie sehen, also dieses bildgebende Verfahren, was viele Patienten machen, wenn sie Katheteruntersuchungen machen. Im Herzmuskel selber gibt es nur Maschen, also Netzmaschen, Verzweigungen zwischen den verschiedenen Arterien. Und dieses Netz ist auch sehr anpassungsfähig. Also es gibt Versuche an Hunden zum Beispiel, wenn die Hunde eine Schlinge einoperiert bekommen und die wird so weit zugezogen, dass gerade keine Probleme entstehen im EKG zum Beispiel. Aber schon eine deutliche Verengung. Dann wartet man 4 Tage und zieht sie dann erst ganz zu. Dann bekommt kein einziger Hund mehr einen Herzinfarkt, obwohl eine Hauptarterie vollkommen verschlossen ist. Wenn man sie sofort verschließt, bekommen nur 50% der Hunde einen Herzinfarkt. Das ist natürlich ein brutaler Versuch. Ich bin im Prinzip auch gegen Tierversuche, aber sie sind gemacht worden und warum sollte man die Ergebnisse jetzt nicht nutzen? Was kann man daraus schließen? Daraus schließt sich natürlich, dass die Arteriosklerose, gut, Hunde haben ein besseres Arteriennetz beim Arterienversorgung als der Mensch, aber trotzdem, die Arteriosklerose entwickelt sich ja in viel weiteren Zeiträumen, also 4 Tage und dann kein Herzinfarkt mehr. Das ist ein Hinweis, dass dieses Arteriennetz sehr funktionsfähig ist. Und es gibt auch Untersuchungen an Menschen, die an Herzinfarkt verstorben sind, im Vergleich zu denen, die herzkrank waren und einen Unfall hatten. Dieses Herz-Arteriennetz ist immer in gleicher Weise angepasst gewesen. Und es passt sich halt diesen Verengungen in den äußeren Herzkranzgefäßen an. Ja, das ist übrigens diese Ergebnisse von Professor Baroldi sind durch Professor Dörr, dem deutschen Professor, bestätigt worden. Das ist immerhin der Leiter oder Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pathologie gewesen, also nicht gerade ein Nobody. Und der hat es eindeutig bestätigt. Mittlerweile gibt es ja auch etliche neuere Studien, die
wo die Menschen also zwei Angiografien hatten, einmal vor dem Infarkt und einmal nach einem Infarkt. Herkömmlicherweise würde jeder glauben, dass die Arterie, die in das Infarktgebiet geführt hat, vorher verengt gewesen ist, aber Pustekuchen, also die allermeisten hatten keine Verengung, das war, waren sehr unauffällig. Und die Arterien, die vorher stark verengt waren, die sind nach dem Infarkt, als die zweite, als das zweite Bild gemacht wurde, teilweise zugewachsen gewesen, aber in einem ganz anderen Gebiet. Das hatte mit dem eigentlichen Infarkt überhaupt nichts zu tun. Es ist also folgenlos zugewachsen. Und das, also allein das Arteriennetz, also ich will jetzt mal darauf hinaus, normalerweise ist es ja immer noch so, das hat in der Praxis nämlich keine Auswirkung gehabt. Sobald da ein Patient hört, sie haben eine Verengung von, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Prozent oder einen Verschluss, sofort, wir müssen was machen, Bypass, ein Stent oder so. Aufgrund dieses Arteriennetzes ist ja vollkommen klar, dass es, dass der Körper eigentlich ein körpereigenes Bypass-System aktivieren kann. Und selbst nach diesen schulmedizinischen Studien ist es eigentlich nicht notwendig, Verengungen sofort was zu unternehmen. Ja. Was zu unternehmen. In der Theorie ist es auch jedem, diese instabilen Plaques sind mittlerweile ein Begriff geworden. Das sind entzündliche Vorgänge in den Arterien, aber die verengen meistens nicht. Die sind also innerhalb der Arterienwand. Und wenn die dann plötzlich aufbrechen, die haben eine sehr dünne Wand nur zur Arterie. Wenn die aufbrechen, das Material kommt aus der Arterie in die Arterie, in das Innere, in das Blut hinein, dann kann sich da an dieser Stelle eine Thrombose bilden und ein plötzlicher Verschluss auftreten. Das ist dann gefährlich. Aber man kann ihn in der normalen Angiografie nicht sehen. Das ist vollkommen anerkannt in der Schulmedizin, aber es hat keinerlei Auswirkungen auf diese milliardenträchtige Bypass- und Stent-Industrie. Mhm. Da gibt es auch große Studien, auch schon seit Ende der 90er, auch groß veröffentlicht im New England Journal of Medicine zum Beispiel, mit vielen tausend Patienten, dass dieser Aktionismus, sofort Stent zu machen und Bypass überhaupt völlig nichts bringt, eher teilweise sogar kontraproduktiv ist. Bis auf die schweren Fälle, die, wo die Herzleistung also sehr minimal nur noch ist, da bringen Bypässe auch was. Das ist auch ein offenes Geheimnis unter Medizinern, dass es keine Studie gibt, die einen Nutzen von Bypässen zeigt. Ja, auch im Gegenteil. Das bringt nichts. Okay, jetzt wissen wir aber im Grunde, also die Gefäßverengungen sind es nicht. Kannst du denn sagen, was jetzt die Ursache von Herzinfarkt und Schlaganfall sind? Oder? Ja, da gibt es eine alternative Theorie. Es gibt Ergebnisse, da wird mit dem neueren Verfahren, was in den USA auch jeder Kardiologe in seiner Praxis schon hat, dieses Heart Rate Variability, HRV-Verfahren, da werden also die zeitlichen Abstände zwischen den Herzschlägen gemessen. Und ein gesunder Mensch hat da eine Variation drin. Die sind also nicht immer gleich, nicht so Maschinentakt. Das, da kann man auch den Anteil des Nervensystems, des entspannenden Teils, des Parasympathikus, es gibt ja zwei Teile, also Sympathikus, der antreibende Teil, und der Parasympathikus oder Vagus genannt, ist der entspannende Teil. Und der geht, die Aktivität geht verloren durch Rauchen zum Beispiel, durch Bewegungsmangel, durch Vitamin-B-Mangel, durch Weißmehlprodukte und Zucker, Psychostress. Da gibt es eine ganze Menge von Ursachen. Und da gibt es Untersuchungen, dass also im Langzeit-EKG, wo man auch die Anteile von diesen beiden Polen des Nervensystems messen kann, dass also in den Minuten, bevor ein in dem EKG etwas passiert, was als Minderdurchblutung interpretiert wird. Also mit dem EKG kann man ja nicht das Blut direkt messen, sondern Elektrolytveränderungen, die elektrische Veränderungen machen. Dass da in den Minuten vorher dieser Parasympathikus, der entspannende Anteil, bis auf null zurückgeht oder fast auf null. Das heißt, der Sympathikus, der ist dann nicht mehr kontrolliert. Normalerweise halten sich die beiden Teile in der Waage. Der Parasympathikus fällt aus, das heißt, der Sympathikus schießt katapultartig nach oben und der mobilisiert alles, was es zu mobilisieren gibt, Glucose, Fettsäuren. Das ist also ein aufgepeitschter Herzstoffwechsel. Und das hat mit Durchblutungsmangel und Sauerstoffmangel eigentlich überhaupt nichts zu tun, fast im Gegenteil. Und dadurch entsteht Säure. Natürlich entsteht bei einem Sauerstoffmangel auch Milchsäure, weil die Herzzellen auf Vergärung umschalten.
Aber es ist der, in der Logik gibt es den Umkehrschluss nicht. Also wenn Milchsäure, weil es ja verschiedene Wege nach oben gibt, Milchsäure kann auch auf diesem anderen Wege entstehen. Und ja, das könnte durchaus, kann sich das noch weiter vorstellen, dass also Säure hemmt, ja, ich will nicht zu speziell werden, aber die Natrium-Kalium-Pumpen, die in jeder Zellwand tausend- oder auch millionenfach vorhanden sind, die pumpen Natrium raus aus der Zelle und Kalium hinein, die sind pH-wertabhängig, also Säure hemmt die. Und die sind ja in den Herzmuskelzellen, wie in den Nervenzellen, in den Blutgefäßen, auch in den roten Blutkörperchen. Ich kann schon mal vorweg schieben, Schofantin zielt auf diese Natrium-Kalium-Pumpen ab. Es aktiviert die Natrium-Kalium-Pumpen in geringen Mengen, wie sie im Körper selber gebildet werden und auch als Medikament dann vorhanden sind nach Einnahme. Wenn die Natrium-Kalium-Pumpen durch die Säure gehemmt werden, zum Beispiel wenn man sich jetzt auf die roten Blutkörperchen konzentriert und sich vorstellt, ein Fußball, der prall aufgepumpt ist, den kann man schlecht eindrücken. Wenn die Natrium-Kalium-Pumpen nicht arbeiten, pumpen sie weniger Natrium raus, das heißt also mehr Natrium bleibt drin. Natrium zieht Wasser an, also die werden prall, füllen sich mit Wasser an und können sich schlechter verformen, weil die roten Blutkörperchen sind wesentlich größer als die Kapillaren, die kleinen Blutgefäße, durch die sie hindurch müssen, um ja den Stoffaustausch zu machen. Und die müssen nicht ganz lang machen, wie ein U-Boot sehen die dann aus und verformen, um den Sauerstoff ins Gewebe zu bringen, um die Säuren abzutransportieren. Das passiert dann langsamer, die verformen sich schlechter. Das heißt, die Säuren bleiben mehr im Gewebe drin. Aber es entstehen immer weiter neue. Dadurch werden die roten Blutkörperchen noch starrer und gehen noch schlechter durch, transportieren noch weniger Säuren ab. Das heißt, es existiert ein Teufelskreis. Und bis hin zum Durchblutungsstopp, dass das rote Blutkörperchen irgendwann gar nicht mehr durch kann. Wenn das in größeren Arealen passiert, und es passiert immer in kleineren auch, es gibt bei fast allen Menschen bei der Autopsie kleinere Gebiete im Herzen, die abgestorben sind. Und es passt ja auch so ansonsten das Gebiet, was zum Versorgungsgebiet der verschlossenen Arterie gehört, stimmt nicht überein mit der Arterie. Es gibt immer fleckige Verteilungen. Und jetzt in der Situation ist es ja klar, dass sich dadurch der Blut zurück, dass es einen Blutstau zurückgibt aus dem Herzen in die äußeren Herzkranzgefäße. Das ist also auch in der einzigen schulmedizinischen Untersuchung, also der einzige Live-Report eines Herzinfarkts, auch von Professor Baroldi, gezeigt hat, also jemand während einer Angiografie einen Herzinfarkt bekommen. Und es ist alles gemessen worden, alles gemacht worden. Und das war ganz klar, das kommt aus dem Herzmuskel und geht nach außen. Bis wenn die Blutsäule dann steht und von außen trifft das Blut auf diese stehende Blutsäule, ist natürlich ein sehr großer Druck. Dadurch kann so ein instabiles Plak auch reißen oder eine Thrombose auch entstehen. Allein durch das staunende Blut. Und das heißt, die Thrombose wäre dann die Folge des Infarkts und nicht die Ursache. Und es geht jetzt hier auch nicht nur um wildes Spekulieren und Fantasie, bloß um eine andere Sicht zu haben. Das sind eigentlich alles schulmedizinische Befunde. Auch der Professor Dörr, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pathologie, hatte diese Ansicht geteilt in den 70er Jahren. Er war der Ansicht, die Thrombose entsteht sekundär, also hinterher. Weil er und viele andere auch die Erfahrung gemacht haben in Studien, dass die Thrombosen zeitabhängig sind. Also erstmal sind sie gar nicht so häufig, wie normalerweise geglaubt wird. Er hatte 20% nur gefunden. Und bei großen Infarkten sind sie häufiger, bei kleinen weniger. Also wenn eine Studie eine sehr hohe Zahl nennt von 90% Thrombosehäufigkeit, dann ist es ganz klar, das sind nur die großen Infarkte gewesen. Und sie sind zeitabhängig. Das heißt, wenn ein Mensch unmittelbar während des Infarkts verstirbt oder nur eine geringe Zeit danach, dann findet sich kaum eine Thrombose, also sehr wenig Thrombosen. Und je länger die Zeit dauert zwischen Infarkt und Todeseintritt, desto mehr Thrombosen werden gefunden. Und das ist auch ein eindeutiges Zeichen, dass die hinterher entstehen. Dann gibt es letztendlich den schwedischen, damals sehr renommierten Kardiologen Erhard, der hat nach einem Herzinfarkt den Patienten radioaktiv markiertes Fibrinogen gespritzt, aus dem sich die Thrombose aufbaut, der Thrombus.
Und bei den Patienten, die dann verstorben sind, wurde es untersucht. Und das radioaktiv markierte Fibrinogen hat sich also im gesamten Thrombus gleichmäßig verteilt gefunden. Wenn der Thrombus die Ursache des Infarkts wäre, wäre er ja schon vorher schon da gewesen. Danach wird das radioaktiv markierte Fibrinogen gespritzt, könnte sich vielleicht außen noch drumherum lagern oder ein bisschen austauschen, aber nicht bis in die Mitte gelangen. Also das ist auch ein eindeutiges Zeichen, wenn nicht sogar der Beweis dafür, dass die Thrombose hinterher entsteht. Okay, lass uns nun mal auf das Trofantin kommen, weil das ja eigentlich auch der Ursprung deiner Arbeit war, dass du gemerkt hast, es gibt also ein Mittel, das eigentlich erstmal das meiste an Schlaganfällen und Herzinfarkten verhindern kann. Mhm. Ist ein Pflanzenwirkstoff oder was ist Trofantin? Ja, Trofantin wird aus dem Samen einer afrikanischen Schlingpflanze gewonnen, Trophanthus. Gibt es verschiedene Arten, die hauptsächlich in Afrika wachsen, aber auch in Asien, in Südamerika. Die sind entdeckt worden, also Trofantin ist entdeckt worden durch den Botaniker Kirk im Rahmen der Livingston-Expedition. Der hatte Pfeilgift eingesammelt von den Eingeborenen und er selber war herzkrank. Er hatte eine akute Herzmuskelentzündung, die schmerzhaft war. Und seine Zahnbürste ist in Kontakt gekommen mit diesem Pulver. Und er hat das nicht gemerkt, hat sich die Zähne geputzt und einen bitteren Geschmack verspürt und ein paar Sekunden später waren seine Herzbeschwerden weg. Und das wurde dann natürlich untersucht und von den Pharmakologen ist dann der Strophantin als Wirkstoff isoliert worden und die Entdeckung war 1859. Übrigens schon, weil die Schulmedizin immer ablenkt mit diesem Resorptionsthema, also wie wird es aufgenommen im Magen-Darm. Sie sagt ja, es wird im Magen-Darm-Trakt kaum aufgenommen, 3% oder so. Und das ist totaler Quatsch. Aber kann ich vielleicht gleich noch mehr dazu erzählen. Aber es hat jedenfalls sofort bei ihm gewirkt. Ja, wenn jetzt jemand Probleme, Herzprobleme hat, generell, würdest du dann sagen, er könnte so eine sofortige oder eine schnelle Verbesserung haben? Auf jeden Fall. Ja, also auf jeden Fall. Also Strophantin ist ja dann ab 1885 in Deutschland sehr stark in Gebrauch gewesen. In oraler Form erstmal, als Tinktur, die aber als Gesamtextrakt sehr übel schmeckte und auch sehr, sehr durchfallerregend war. Und schwankende Wirkstoffgehalte und ist meistens unterdosiert worden. Das heißt, damit konnte man die schwere Herzinsuffizienz, also Herzschwäche, nicht behandeln. Als es dann ab 1905 intravenös gemacht wurde, übrigens von einem kleinen badischen Landarzt, der hat das zu Hause ausprobiert, ist damit zu dem berühmtesten aller Kardiologen, Professor Krehl, in Heidelberg gegangen. Und der hat ihn sofort, eine Station hat er ihm gegeben und er durfte da experimentieren. Und das war wunderbar. Und innerhalb eines ganzen Jahres hat sich dann das Strophantin in Deutschland verbreitet, wurde von jeder Uni gelehrt. Jede Praxis hat es gemacht, bis in die 50er, 60er Jahre hinein. Also es war ein gefeiertes Medikament. Also es kommt aus der Mitte der Schulmedizin. Das ist auch die besondere Stellung des Strophantins. Also es ist heute kein esoterisches oder sehr skurriles Ding, sondern im Gegenteil. Es wird zwar heute in diese Ecke gedrängt, aber das ist eigentlich die perfekte Schnittstelle zwischen Alternativmedizin, was heute als Alternative verfemt ist. Aber es ist eigentlich ein rein schulmedizinisches Mittel, damals gefeiertes Medikament und deswegen gibt es auch noch so viele Studien dazu, auch neuere Studien. Die hast du ja teilweise in deinen Büchern wirklich ausführlich zitiert. Ja, sicher, ich habe alles zusammengesammelt. Dass man also eigentlich das ganz gut nachvollziehen kann. Wir können natürlich jetzt nicht auf alles ausführlich eingehen, aber was ist denn vielleicht so die Kernaussage, warum das heute, oder was passiert da heute? Man kriegt es gar nicht mehr oder kriegt man es noch? Doch, natürlich, man kann es bekommen. Also es ist immer noch das Beste mit Abstand, was es gibt, nicht nur damals. Also die Medizin hat ja eine große Entwicklung gemacht, Operationstechniken, ganz klar. Aber man täuscht sich sehr, wenn man meint, es wäre auch auf dem medikamentösen Gebiet überall so. Ich will mich jetzt rein auf die Kardiologie beschränken. Das Strophantin ist immer noch mit Abstand das Beste. Also kein anderes Mittel erreicht diese Qualitäten fast im 100%-Bereich. Also 80-100% sind die. Es gibt viele Studien dazu, die alle gleichsinnig dieses Ergebnis haben. Von daher sind die auch sehr überzeugend. Eine kleine Doppelblindstudie. Also die optimale Vorbeugung bei Angina pectoris und Herzinfarkt, ganz klar. Schlaganfall auch. Gibt es eindeutige Aussagen von Neurologen. Arterielle Durchblutungsstörungen
sind damit hervorragend behandelt worden. Also ich erinnere mich an eine Studie aus der Uni Prag, wo ein Patient mit extremster Arteriosklerose, da ist auch eigentlich keine Steigerung der Durchblutung mehr hinzubekommen. Also das geht gar nicht mehr. Stromatin fördert eher die Sauerstoffverwertung in der Zelle. Und die haben einen Versuch gemacht, ein Gewicht von 2 Kilogramm zu heben mit dem Fuß. Der hat es nur ein einziges Mal geschafft und konnte auch vorher nur 20 Meter schmerzfrei gehen. Und nach Stromatin, da allerdings intravenös gegeben, da konnte er es direkt 56 Mal heben. Also das ist ein sensationelles Ergebnis. Bei Glaukom ist es gemacht worden. Bei endogener Depression gibt es Ergebnisse. Und noch Bluthochdruck natürlich auch, war eine klassische Indikation. Mhm. Ja, und bei der Demenz. Auch da. Demenz auch, ja. Mhm. Ich darf da gerade mal kurz was vorlesen. Das ist noch bis 1980 schulmedizinisch empfohlen worden. Die Uniklinik Düsseldorf war da auch führend. Die Aussage, also im Moment, manchmal tritt die Besserung im Laufe der Stromatinkur ganz plötzlich ein. Dann werden die Kranken aus der Umdämmerung verwundert wach und fragen, wie sie hergekommen seien. In verschleppten Fällen wurde Stromatin monatelang gegeben, was schließlich meist doch zum Erfolg führte, ohne dass sich nachteilige Veränderungen gezeigt hätten, also ohne Nebenwirkungen. Das ist ja auch ein interessanter Aspekt, weil Demenz ist ja ein ganz großes Problem auch. Richtig, genau. Also man könnte sich fast vorstellen, man kann sich vorstellen, dass diese Heerscharen von Kranken, die in den Heimen herumdämmern, dass die alle wieder wach werden könnten. Aber also ich habe ja eindeutig eben kühn behauptet, wo du jetzt nicht richtig drauf eingegangen bist, dass das heute sehr wenig verschrieben wird und sehr, eigentlich auch nicht so ganz leicht zu kriegen. Also viele Ärzte verschreiben es gar nicht. Ja, es hat eine Kampagne gegeben. Also ab nach dem Zweiten Weltkrieg ist es auch in oraler Form wieder in verbesserter Form isoliert gegeben worden. Viele Ärzte haben es gemacht, also es war eine Art Volksmedizin, ist dann in einer ganz üblen Kampagne vom Markt gedrängt worden, verleumdet worden. Heutzutage gibt es vielleicht noch 1000 Ärzte in Deutschland, aber immerhin, die es noch verschreiben, die darauf schwören. Ist so einen muss man natürlich erwischen. Ich kriege viele E-Mails, Hilfe, mein Arzt will es mir nicht verschreiben. Also wer da Schwierigkeiten hat, kann an strofantin@web.de schreiben. Dann gibt es Tipps von mir. Das ist direkt deine E-Mail. Das ist meine E-Mail-Adresse, ja. Es gibt auch immer wieder, also damals gab es viele Präparate, heutzutage nur noch eins, das Strodival, das Markenpräparat, ist auch kassenfähig, verschreibungsfähig auf Kassenrezept. Da gibt es immer wieder mal Versorgungsschwierigkeiten. Das gibt es dann in der Apotheke nicht über den Großhandel. In den Zeiten kann man über die Schlossapotheke Koblenz magensaftresistente Kapseln bekommen. Aber auch diese Apotheke und die Ellwangener Apotheke am Markt, die stellen immer Stromatin-Tropfen auch her, was eigentlich jede Apotheke machen könnte. Also nach dem Rezept, das ist auch... Auch in meinem Buch drin, ja. Die könnte jede Apotheke machen. Die beiden machen es nun mal nur im Moment. Ja. Ich will das gerade mal zeigen. Also das Buch Stromatin über die Verhinderung der optimalen Vorbeugung und Behandlung. Okay, es wird also quasi... sagt ja der Untertitel, es wird verhindert. Sind da Interessen der Pharmaindustrie, anderen Konkurrenzprodukte? Natürlich vermuten. Ja. Es gibt keinen medizinischen Grund gegen Stromatin. Wie gesagt, ohne Nebenwirkungen, wunderbare Ergebnisse. Es könnte eigentlich alle anderen Medikamente ersetzen. Also das sieht man auch in den pharmakodynamischen Versuchen. Also welche Wirkungen hat Stromatin? Es wirkt halt auf die roten Blutkörperchen, dass die besser fließen, auf die Arterien, Gewebe wird besser durchblutet, senkt den Blutdruck, es werden weniger Stresshormone mobilisiert, das ist alles messbare Ergebnisse gewesen. ACE, Hämmer, Blutdrucksenker, Beta-Blocker, Calcium-Antagonisten, Blutdrucksenker, also fast alles könnte damit ersetzt werden. Also auch viele. Aber da wird ja sehr viel Geld mit verdient mit dem Blutdruck. Richtig, genau, ja. Und so weiter. Das sind alles sehr teure Medikamente. Das Stromatin ist ein Naturstoff, nicht patentiert. Das an einem gelösten Problem kann einfach weniger verdient werden. Das ist so. Und es waren führende Professoren, die gelogen haben, nicht nur die Unwahrheit gesagt, sondern nachweislich gelogen.
Ich stelle das in meinem Buch alles sehr sachlich, aber schon pointiert dar. Das ist schon deutlich sichtbar, ja. Das ist also Da sind wirklich schlimm. Interessen, Profitinteressen. Kann nicht anders sein. Also das kann keine Ignoranz mehr sein. Das ist schon Also kann man im meiner Meinung Grunde nach. jetzt unseren Zuschauern wirklich nur empfehlen, was würdest du sagen? Wirklich, wenn man schon gefährdet ist, Herzprobleme hat, oder würdest du sogar sagen, vorbeugend Man kann einfach es mal im Haus haben oder wie? auf jeden Fall vorbeugend, zumindest im Haus haben, oder auch immer in der Tasche. Ist die erste und beste Notfallmaßnahme. Also wenn Also ich jetzt wirklich sowas bei mir habe und da irgendjemand hat einen Herzinfarkt und so, kann ich dem wirklich akut helfen? ja, natürlich, wenn er es annimmt, dann schon, ja. Also da gibt es eindeutige Ergebnisse, dass auch die bei den Patienten, die es gab in Berlin eine Klinik, Berlin West, die haben es über 12 Monate gemacht. Der Professor Dohrmann hat verschiedene Studien damit gemacht. Er hat die weltbesten Herzinfarkt-Überlebensraten gehabt. Er hat die instabile Angina pectoris, also die schwere Form, bei den Menschen, die schon in Ruhe, ohne Anstrengung Anfälle hatten, innerhalb von 2 Wochen spätestens vollkommen beschwerdefrei bekommen, und zwar indem er alle anderen Medikamente weggelassen hat. Und Blutdrucksenker, Rauwolfia, ein pflanzliches Präparat noch dazugegeben. Was für Rauwolfia ist ein pflanzliches ein? blutdrucksenkendes Präparat, das hat er in etlichen Fällen noch dazugegeben. Ansonsten komplett alles weggelassen, von einem Tag auf den anderen sogar, was man eigentlich bei den Beta-Blockern gar nicht sollte. Hat mit Strophantin zu überhaupt keinen Schwierigkeiten geführt. Im Gegenteil, von 148 Patienten waren nach 2 Wochen 146 beschwerdefrei. Zwei mussten es abbrechen, weil sie Magen-Darm-Beschwerden bekommen hatten, also Durchfall. Das ist die einzige relativ seltene Nebenwirkung von Strophantin. Also Aber auch nicht dramatisch nicht unbedingt. dramatisch, man kann dann durch Dosis reduzieren, vielleicht was probieren oder wer weiß, was da mit der Ernährung gewesen ist, gesunde Ernährung versuchen. Oder es versuchen, über die Zunge einzunehmen, als Tropfen, als Verbeißkapsel. Und er hat dann auch die Studie gemacht, wo die Menschen, die zum ersten Mal in Kontakt mit Strophantin kamen, die schwere Herzbeschwerden hatten, die haben das Strophantin oral als Zerbeißkapsel bekommen und innerhalb von 5 bis 10 Minuten waren bei 85% dieser Patienten die Beschwerden komplett verschwunden. Und das haben mir auch viele Ärzte berichtet, die das verschreiben. Sie rufen natürlich den Notarzt, aber bevor er da ist, haben die Patienten das orale Strophantin bekommen. Und der Notarzt sieht dann einen Patienten, der aufrecht sitzt, dem es gut geht, Und er schüttelt nur den und der Kopf. schüttelt nur den Kopf und fragt sich, ob er nicht so ein bisschen verarscht worden ist. Aber das ist auf jeden Aber Fall. das ist natürlich immer für jemand, der Herzprobleme hat, ältere Leute, ich habe das bei meiner Mutter erlebt, dann ist wirklich immer die Situation, ruft man jetzt den Notarzt, weil man weiß manchmal ja auch, es ist 10 Minuten später, kann es schon wieder besser gehen, aber es kann eben auch Ja, sicher, natürlich. tödlich sein. Ja, ich würde auf keinen Fall vom Rufen des Notarztes abraten. Das auf keinen Fall. Auf jeden Fall Strophantin geben. Und wenn dann innerhalb von 5 Minuten die Beschwerden nicht weggehen, sofort noch hinterher eine Kapsel zerbeißen, mehrfach. Man kann da nicht viel falsch machen. Es hat Selbstmordversuche gegeben mit riesigen Mengen, 300 Kapseln auf einmal geschluckt. Da gab es natürlich Herzbeschwerden schon, aber nach 3 Tagen in der Klinik ist er wieder entlassen worden ohne bleibende Schäden. Also 300 Kapseln ist ja schon das ist alleine von der extrem. Menge. Also das ist unglaublich Also viel. man kann eigentlich nichts mit Man kaputt kann machen. eigentlich keinen Fehler machen, nein. Es hat nur positive Wirkungen. Mir hat sogar eine Ärztin mal erzählt, nicht, das war eine Krankenschwester, die hat die Leitung gehabt von der inneren Medizin. Sie hat bei Sepsis Strophantin intravenös gespritzt, heimlich, sonst hätte sie es wohl nicht gedurft, und hat in all den Jahren, in 25 Jahren, keinen einzigen Toten gehabt bei Sepsis. Das ist also sehr erstaunlich. Es sterben Das ist viele Menschen an ja eine Sepsis. Ja, Infektionskrankheit. Blutvergiftung auf Deutsch, ne? Ja, ist ja auch ein großes Problem in den Krankenhäusern, ne? Oder? Ja, natürlich, ja. Also in den USA sterben, glaube ich, 100.000 Menschen jedes Jahr an Sepsis. Bei uns weniger, aber das ist ein großes Problem. Erstaunliche Sache. Also eigentlich ja wirklich eine Wunderpflanze oder ein Wunderwirkstoff, Ja. den man wirklich nur ans Herz legen kann. Sicher, genau. Und das Schöne hieran ist halt, dass es wirklich so viele Studien dazu gibt. Das ist nicht nur irgendwelche Heilpraktiker, für die auch Heilpraktiker nicht schlecht reden hier. Im Gegenteil, ich bin ja selber Ja. einer, aber
Gut, aber es gibt ja immer so einen Graubereich, wo man sagt, ja, da sind vielleicht auch ein paar Scharlatane, die eigentlich irgendwas Hokuspokus machen, wo man nicht wirklich genau weiß. Ja, genau. Aber hier kannst du es wirklich anhand von Studien ja sehr genau nachweisen. Ja. Es gibt, das ist reine Schulmedizin. Ne? Also es gibt sehr viele Studien, also dann auch eine kleine Doppelblindstudie. Ja. Ungefähr, ja, es gibt mehrere Dutzend Studien dazu. Ne? Und was mich am meisten überzeugt hat, obwohl man kann sagen, das ist eine Publikation der Herstellerfirma, damals in den 1984, da gab es eine Umfrage bei über 3600 Ärzten über 98% haben das als eindeutig positiv beurteilt, der kleine Rest als mit Einschränkung positiv und keiner negativ. Und 300 Ärzte haben mit voller Namen, also mit vollem Namen und Adresse Statements dazu abgegeben, die halt in der Publikation abgedruckt wurden. Und ich habe hier in meinem Buch da ein paar fast schon willkürlich rausgepickt. Und die sagen also, eine hervorragende Wirkung in der kardiologischen Praxis unentbehrlich, ist durch nichts zu ersetzen. Strodival macht Herzinfarkt überflüssig. Nichtverwendung ist ärztlicher Kunstfehler. Könnte Pandemie von Herzinfarkt und Angina pectoris, also Angina pectoris sind diese Herzschmerzattacken, besiegen, wenn Schulmedizin dies nicht verhindern würde. Ich habe seit ich 15 Jahre mit Strofantin arbeite, bei Herzinfarkten keinen Herztod mehr erlebt. Und so weiter. Also ja, gut, also Frau Jürgen, ja, du hast sicherlich natürlich eine ganze Menge mehr Material in dem Buch. Das ist ja auch Sinn der Sache. Wir können hier kein Buch ersetzen in der Sendung. Aber ich denke, es ist schon so beeindruckend, dass ich wirklich sagen würde, das ist ein Zeug, was man schon auf Vorrat zu Hause haben sollte. Weil, wie gesagt, es ist ja nicht nur Herzinfarkt und Schlaganfall, sondern Demenz ist ja ein großes Problem für andere. Bluthochdruck. Sachen kann man damit auch vorbeugend behandeln und akut behandeln. Gibt keine Nebenwirkungen. Auf jeden Fall, genau. Wollte noch dazu sagen, ab 1991 ist es als körpereigenes Hormon entdeckt worden. Da gibt es auch mittlerweile sehr viele Studien dazu. Zum Beispiel, es wird in der Nebenniere und im Gehirn auch gebildet und auch im Herzmuskel selber, und zwar bei Sauerstoffmangel vermehrt. Das sind Ergebnisse von der Ratte erstmal, aber wahrscheinlich ist es bei Menschen genauso. Ein Beispiel aus der Praxis muss ich noch bringen. Es gab ein Bergwerk in Gelsenkirchen. Die hatten, bevor sie mit Strofantin arbeiteten, jedes Jahr durchschnittlich 3 Tote unter Tage. In den 10 Jahren mit Strofantin keinen einzigen mehr. Also in den 10 Jahren normalerweise mal 3 wären 30 Tote verhindert worden, obwohl die Umstände eigentlich schlechter wurden. Sie haben tiefer gebohrt, die Temperaturen wurden mehr, die Belegschaft ist leicht älter geworden im Durchschnitt. Und bis auf 2 Fälle. In dem einen war der Vorarbeiter, die haben es also nur bei akuten Anfällen bekommen. Der Vorarbeiter, der die Kapseln dabei hatte, der war einmal wegen Unfall weit weg und der Mensch, der den Anfall hatte, konnte das Strofantin nicht bekommen. In dem anderen Fall war der Arbeiter selber weit draußen und hat einen Herzinfarkt bekommen. Und ist auch an beiden Fällen sind die verstorben. Also mit Strofantin keinen einzigen Toten mehr. Wunderbar. Also Rolf, ich sag mal, wie gesagt, im Buch ist sehr viel mehr drin, aber ich denke, in dieser Sendung ist genug gesagt worden, dass jeder eigentlich für sich einen Nutzen draus ziehen kann, einfach dadurch, dass er weiß, dass Strofantin existiert, weil wie gesagt, die meisten Ärzte würden es einem heute wahrscheinlich gar nicht mehr von selber anbieten, weil eben andere Pharmaprodukte eher empfohlen werden. Da steckt ja eben auch ein Druck auf die ganzen Ärzte, die kriegen ständig Besuch von Pharmavertretern und werden bedrängt, geraten da wirklich unter Druck. Aber wenn man es weiß, einfach sagen, ich will das haben. Richtig, klar. Sagen, bitte, lieber Doktor, verschreib mir Strofantin. Und wenn er es nicht macht, wie gesagt, du weißt ein paar Ärzte, die dann verschreiben würden. Ja? Genau, auf jeden Fall keinen Skrupel haben, den Arzt zu wechseln. Man kann es sogar auf eigene Faust dazu nehmen, weil es ist kompatibel mit allen anderen Medikamenten. Ist ja auch ein Vorteil für jeden Arzt, es mit dazu nehmen. Ja. Zuerst mal hat er mehr an Verschreibung, weil es dazu nimmt, aber die Symptome werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit besser. Und in dem Maße kann man die anderen Medikamente runterfahren oder ausschleichen und weglassen, bis er am Schluss wahrscheinlich nur noch das Strofantin verschreibt und kommt mit wesentlich weniger Verschreibungen aus. Ne? Und alle Ärzte, die es jetzt neuerdings gemacht haben, also einerseits in der Literatur zu lesen, ist schon beeindruckend, aber dann auch von den Ärzten persönlich zu hören, das stimmt. Also es wirkt wunderbar. Ich habe gute Erfolge jetzt mit meinen Patienten. Das ist dann nochmal eine zusätzliche
ganz lebendige Bestätigung. Okay, Rolf-Jürgen, ja. Vielen Dank für das Buch. Das gibt es ja schon eine ganze Zeit. Ja, aber, ich muss dazu auch sagen, ich habe mich da sehr bemüht. Ich habe jahrelang recherchiert in den medizinischen Büchereien, auch über 1600 Quellenangaben gemacht. Und auch immerhin Professor Schäfer hat mir ein Vorwort geschrieben. Der war sehr renommiert international und der wusste auch darum. Ich denke mal, da hat er so noch sein Gewissen nochmal. Er war so groß, dass er unangreifbar war und auch kurz vor seinem Tod hat er es gewagt. Also jeder andere, der was, also ich habe, ein befreundeter Arzt hat mir erzählt, wenn ich das noch als Anekdote erzählen darf. Er hat mit einem gesprochen, der in Hamburg, soweit oute ich ihn jetzt nicht, es gibt ja viele Institute in Hamburg, der ein Institut leitet, also eine der verschiedenen Unikliniken, hat ihm gesagt, Schofantin, ein hervorragendes Medikament, aber ich darf es öffentlich nicht sagen. Ich würde Ärger bekommen. Ja, das selbst sagt er in seiner Position. Ja. Ja, er wäre weg vom Fenster, meinte er. Also da sieht man, wie mächtig da der Druck ist und die Pharmalobby. Aber wie gesagt, wir haben, glaube ich, mit dieser Sendung ganz konkret Ihnen, liebe Zuschauer, was an die Hand gegeben, wo Sie ganz einfach mitarbeiten können, ohne irgendeine Gefahr. Es ist auch nicht besonders teuer, das Zeug. Und wenn Sie das von Ihrem Arzt nicht bekommen oder wissen nicht wo, dann können Sie eben Strophantin@web.de. Ja, mit PH und TH. Okay. Geschrieben, ne? Okay. Strophantin mit PH und TH at web.de. Wunderbar. Danke, dass du da warst und für diese wichtige Arbeit. Ich glaube, die hat vielen Menschen schon das Leben gerettet und mehr kann man eigentlich, da kann man stolz drauf sein, denke ich auch. Ein wenig schon, ja. Danke, dass du da warst, Rolf-Jürgen. Gern geschehen, ja.